Céline Dion verkauft ihr Schloss in Montreal. Für schlappe 21 Millionen Euro ist es zu haben. Nur ein paar Wochen zuvor hatte sie schon ihr 55 Millionen Euro teures Anwesen in Florida zum Verkauf gestellt. Es ist aber nicht so, dass die Sängerin das Geld dringend braucht. Sie hat immerhin ein Vermögen von umgerechnet rund 300 Millionen Euro. Die Kanadierin verkaufe ihr Schloss, das auf einer Privatinsel liegt, weil sie in den vergangenen 2 Jahren nur 2-mal dort gewesen sei. Die 45-Jährige ist zurzeit beschäftigt mit ihren regelmäßigen Auftritten im Caesars Palace in Las Vegas. Diese hat sie kürzlich auch noch bis 2019 verlängert. Doch nebenbei hat die Sängerin es auch geschafft, ihr erstes englischsprachiges Album in 6 Jahren fertigzustellen. Love Me Back to Life soll im November erscheinen.